Hi und herzlich willkommen auf Inas Backwelt. Heute habe ich einen Kuchen für euch, der nicht nur bei Kindern beliebt ist, sondern auch sehr gut zum Kaffee passt, und zwar einen Ameisenkuchen. Und dieser Ameisenkuchen ist schön locker bzw. fluffig. Durch die Schokostreusel, die nach Ameisen aussehen, schmeckt er leicht schokoladig und ist dazu super einfach gezaubert. So, da fange ich jetzt direkt mit der Zubereitung an und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 300 Gramm Mehl, ein halbes Päckchen Backpulver, 160 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 80 Gramm Schokostreusel, 200 Gramm Margarine oder Butter, 4 Eier und 100 Milliliter Milch. Die Margarine verrühre ich zuerst mit dem Zucker sowie dem Vanillezucker. Sobald sich der Zucker aufgelöst hat, gebe ich nach und nach die Eier bei. Das Backpulver vermische ich zunächst mit dem Mehl und rühre anschließend das Mehl-Backpulver-Gemisch im Wechsel mit der Milch in die Masse. So, nachdem sich alle Zutaten gut miteinander verbunden haben und ein cremiger Teig entstanden ist, hebe ich zum Schluss vorsichtig und nur ganz kurz die Schokostreusel unter. Das war's dann auch schon. Nun fülle ich den Teig gleichmäßig in meine 30er Kastenform, die ich eingefettet und dann mit Mehl bestäubt habe. Und dann geht es bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 50 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob der Kuchen fertig ist, könnt ihr es mit einem Holzstäbchen ganz einfach testen. Stecht es am besten in die Kuchenmitte, bleibt beim Herausziehen kein Teig am Stäbchen haften, ist der Kuchen fertig. Die Backzeit ist um. Ich habe den Kuchen ca. 10 Minuten in der Kastenform auskühlen lassen. Dann stürze ich ihn auf ein Gitter und lasse ihn dann anschließend auf dem Gitter komplett auskühlen. Zu guter Letzt bestreue ich den Ameisenkuchen noch mit Puderzucker und dann ist er auch schon servierbereit. Und natürlich schneide ich ihn noch für euch an, damit ihr sehen könnt, wie lecker er aussieht. Falls ihr den Ameisenkuchen noch nicht kennt, probiert ihn auf jeden Fall mal aus. Wieder ein total simples Rezept, das super lecker schmeckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezept wieder mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mama, kannst du es wegschaubern?